Wo sind wir? Auf dem Rangiergleis. Wir fahren in ein paar Minuten ein. Welcher Bahnhof? Woking. Gib mir mal eine von den Zeitungen. Na los! Churchill spricht über die Evakuierung von den Kirchen vor dem Unterhaus. Ich ertrag das nicht. Siehst du das mal? Du erträgst das nicht? Die werden uns auf der Straße anspucken. Wenn sie nicht hinter verschlossenen Türen auf die Invasion warten. Kriege gewinnt man nicht durch Evakuierungen. Ich kann nicht hingucken. Doch Buck, diese Befreiung auch ein Sieg der Beachtung verdient. Dabei darf unsere Dankbarkeit jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass das, was in Frankreich und Belgien passiert ist, ein kolossales militärisches Desaster darstellt. Wir müssen damit rechnen, dass der nächste Schlag unmittelbar bevorsteht. Wir werden bis zum Ende gehen. Wir werden in Frankreich kämpfen. Wir werden auf den Meeren und Ozeanen kämpfen. Wir werden mit wachsender Zuversicht und Stärke in der Luft kämpfen. Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch der Preis auch sein mag. Was? Wir werden unsere Insel verteidigen, wie hoch der Preis auch sein mag. Wir werden an den Stränden kämpfen. Wir werden an den Landungsabschnitten kämpfen. Wir werden auf den Feldern und Straßen kämpfen. Wir werden auf den Hügeln kämpfen. Wir werden uns niemals ergeben. Selbst wenn diese Insel oder ein großer Teil von ihr unterjocht und ausgehungert wäre, dann würde unser Weltreich jenseits der Meere, bewaffnet und beschützt von der britischen Flotte, diesen Kampf fortführen. Bis irgendwann, wenn es Gott gefällt, die neue Welt mit all ihrer Stärke und Macht vortritt zur Rettung und zur Befreiung der alten Welt.